Liebe Fußballfreunde, ganz herzlich willkommen zurück bei der Karriere mit dem SC Freiburg. Ja, und in der Realität ist er leider gestern eben abgestiegen, der Sportclub, mit einem, ja, eigentlich ganz guten Kick, glaube ich, in Hannover. Hat es leider nicht gereicht. Ich möchte hier den Freiburger Freunden, die wir sicherlich unter unseren Abonnenten haben, mal Mitgefühl aussprechen, weil eigentlich hat es Freiburg nicht verdient. Ein richtig charmanter Verein, meiner Meinung nach, wo Geld mal noch keine Rolle spielt. Und andere Werte zählen, die in der heutigen Gesellschaft leider viel zu oft unterbewertet werden. Aber man sieht leider, was man im Fußball davon hat, in der Regel. Nicht umsonst sind Paderborn und eben Freiburg abgestiegen und das tut mir persönlich echt leid. Ja, der HSV schafft es irgendwie immer wieder, seinen Arsch aus der Schlinge zu ziehen. Was soll ich dazu noch sagen? So, jetzt aber zurück zum Tagesgeschäft bei uns hier. Ich hatte gefragt, ob ihr Esswein oder Lazaro sehen wollt. Überraschenderweise haben sich natürlich viele für Lazaro entschieden. Ich hätte ja persönlich Esswein als Deutschen geholt, aber okay, wir nehmen den Lazaro mal mit. Mehrere von euch haben eben Lazaro gewollt und für das Geld, was er wert ist, ist es eigentlich auch gar keine schlechte Geschichte, denke ich mal. Ich denke mal, wir geben ihm mal lieber 2,5, damit er auch mehr Geld hat und auch einen Anreiz hat, weil ich auch bei ihm Rotationsspieler drin habe. Esswein hole ich jetzt nicht dazu, weil wir ja auch noch einen Zehner wollen und da gab es ja auch richtig gute Sachen. Also ich lasse das mal hier offen, weil vielleicht ist da ja noch was später möglich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir da so kommen. Spielersuche machen. Da habe ich zwei Namen natürlich gelesen, die mich richtig heiß machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Der eine ist natürlich Stendera. Der ist richtig cool. Der würde auch richtig gut passen eigentlich. Ja, muss man mal sagen. Das ist auch erst 18. Das wäre richtig gut. Der ist auch gar nicht so teuer in der Regel. Ich will mal eine Anfrage machen. Und vielleicht können wir ja da einen von unseren Superstars anbieten. Mal sehen, wen wir noch so auf der Bank haben. Ne? Ja, gucken wir mal. Also der eine oder andere hat ja durchaus Wert. Ne? Okay. Aber leider keiner, von dem ich mich trennen will. Nee, dann eben nicht. Dann machen wir eben Geld. Haben wir ja auch ein bisschen was. Ich biete mal erstmal 800.000 für den Lehrer. Und wenn der nicht kommt, dann gehen wir auch noch auf Sonny Kittel ein. Das ist ja wohl klar. Das muss einfach sein. Sonny Kittel und Stendera, das wäre einer von beiden. Wäre natürlich mega. Beide können wir nicht holen. Ist auch zu teuer, denke ich mal. Weil Kittel ist dann doch schon ein paar Cent mehr wert. Der ist ja auch schon 21 und da werden wir zumindest mal die Anfrage starten. Wir wissen nicht genug über ihn. Für den biete ich mal... Oh, balla, bin ich denn verrückt? Für den biete ich mal 900.000. Das ist okay. Und mal sehen, was am Ende des Tages bei rumkommt. Man muss ja immer ein bisschen klein anfangen. Jetzt werden wir erstmal das Spiel simulieren. Allerdings werden wir da jetzt auch die ein oder andere Gurke nochmal einwechseln hier. Oh, guck mal, Ingi hat einen Daumen da unten. Der arme Kelvin hat sich verletzt. Das müssen wir. Dafür kommt der Klaus ins Spiel. Der Klaus, der Felix, der Roll und Höhen. Dann möchte ich Mitrovic noch sehen. Und Kromasch soll da mal spielen. Für Schmied kommt der Kerk. Für Mimidi kommt hier die Zange. Der Shahin, von dem ich überhaupt nichts halte. Und was können wir denn noch tun? Sorg kann auch noch ausgewechselt werden, für den kann der Mucha spielen. Torrejon wolltet ihr ja sehen, ja, das machen wir dann in der Saison, beziehungsweise im nächsten Spiel. Darida möchte ich auch austauschen, Schuster für Rita, den Höfler bringen, damit wir auch noch hier vielleicht noch einen verkaufen können. Was ist für Günther drin? Darida kann doch hier spielen, das ist ja perfekt, oder? Der kann beide Seiten abdecken. Nee, kann er nicht. Kann der Mucha beide Seiten abdecken? Nee, kann er auch nicht. Dann machen wir es lieber nicht. Dann bringen wir hier den Pergo. Egal. Es ist ein Testspiel. Und für Roman Bürki kann der Melitz spielen. So, dann haben wir komplett die zweite Truppe. Da spielt Ninji oder weiterspielen. Vielleicht kriegt er ja aber das Däumchen nach oben gedrückt in der Zeit dann. Wäre ja nicht ganz so verkehrt. Und dann simulieren wir das Spiel. Was denn jetzt? Ah ja, ich habe den Kelvin auf der Bank, oder? Ja. Okay, mit Kelvin auf der Bank wird es natürlich schwierig. Torrejon nehmen wir mit. Ja, wir müssen nochmal gucken hier, dass wir... Ja, das lassen wir so. Vielleicht kommt ja Mimedi da noch rein. Torrejon lassen wir dabei. Ich hätte ja schon gerne auch noch einen Stürmer, muss ich sagen. Da habt ihr ja recht mit Bobadilla. Ist ja alles schön und gut, Leute. Nur Bobadilla. Wir würden sehen. Ich versuche den gleich noch zu verpflichten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den noch kriegen. Erstmal müssen wir auch noch den einen oder anderen Abgang vermelden. Das muss man auch mal ehrlich sagen. So. Gucken wir mal eben, wie es hier losgeht. Dawson, das mal gleich mit der fiesen Karte. Mutter, ach komm, hör auf. Das muss doch nicht sein. Gleich wieder einer verletzt. Ingi mit dem Tor. Übrigens wurde da die Kritik geäußert, dass solche Spieler nicht zu Freiburg wechseln würden. Im Spiel ist ein 66er. Ich glaube, das muss dann auch einfach mal, das kann man einfach mal machen, denke ich. Das ist ja, ne? Ingi ist ein 66er Spieler. Damit kann man leben, denke ich. Die Mannschaft verkauft sich gut hier anscheinend. 2-0 sogar schon durch Ingi. Super. Ne? Wunderbar, würde ich sagen. Und das 1-2 durch den Grieche Samaras fällt einfach zu spät. Das ist wunderbar.
für WBA. Das ist sehr, sehr gut. Krimmasch ist weg. Das ist sehr schön. Spieler verletzt. 7 Tage bei Mucha. Das können wir verkraften, denke ich. So, das nächste Testspiel steht dann eben an. Ja, der Real Madrid-Wechsel von Chelsea und Benzema, das soll uns egal sein. Beide sind abgelehnt, die Transfers. Das ist natürlich zu erwarten gewesen. Wir werden erstmal bei Stendera weiter nachforschen. Vielleicht sind sie ja bereit, ihn für 1,4 Millionen gehen zu lassen. Das ist ja immerhin schon fast eine Verdopplung der ganzen Sache. Ne? Und da gucken wir mal eben. Stendera wäre super. Wie gesagt, Ucha wolltet ihr in den Pausen, war zu teuer. Habe ich jetzt im Nachhinein, sehe ich das auch genauso. Und jetzt gucken wir uns mal Raul Bobadilla an. Vom FC Augsburg. Den wolltet ihr auch gerne sehen. Der Boba. Bobadilla. Wo ist er denn? Raul Bobadilla. Das alte Viech. So, was kann der denn überhaupt so? Da weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich werde mal seine beobachten jetzt erstmal so ein bisschen und setze ihn auf die Wunschliste. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für den alten Argentinier. Und dann gucken wir mal eben weiter. Jetzt gucken wir erstmal noch, dass wir das Testspiel noch überspringen. Und dann ist ja auch bald schon Saisonstart gegen Sassuolo. Möchte ich auch erstmal wieder Spieler sehen, die immer fast ähnlich spielen. Wenn so Mutter, lassen wir natürlich jetzt draußen. Für den kann Rita mitspielen. Ich möchte auch nicht, dass Mucha eingewechselt wird, ist wohl logisch. Kelvin soll mitfahren. Stango! Der Günther soll jetzt auch mitfahren, logischerweise. Ich weiß nicht, für wen, nein. Ja, das passt schon so. Das passt schon so und dann stellen wir unsere Mannschaft für die Saison auf, wo ja immer noch ein Zehner fehlt zu. Ich will nochmal eben gerade gucken, wie viel Zeit wir haben, ob wir da bei Kittel jetzt schon... Ah, es sind noch fast 2 Wochen bis zum Spiel gegen die Eintracht. Da würde ich den auch nicht vorher gehen lassen, wenn ich Eintracht wäre. Egal, das simulieren wir jetzt eben noch schnell. Das ist ein Heimspiel gegen die Italiener. Sassuolo ist, glaube ich, auch ein Aufsteiger gewesen in der Saison. Habe ich nicht mehr so ganz auf der Schirmkante. Jetzt gucken wir erstmal, wie das Spiel läuft. Da kenne ich, glaube ich... Ach, der Sansone spielt da. Den kennen wir noch. Ansonsten bin ich da relativ... Manfredini spielt da auch. Donnerran mit dem 1:0 für uns. Manfredini mit der 21 auf der Ersatzbank. Ein überragender Name. Allein dazu müsste man solche Typen verpflichten. Kerk für Franz. Und das Ausgleichstor durch Sansone für die Italiener. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Wechselt da jetzt einfach mal den Kelvin ein. Machen wir nicht. Die Jungs wechseln nicht. Okay, der Co-Trainer ist ein Sack. Der will die Mannschaft durchspielen sehen. Ist auch okay. 1-1 gegen Sassuolo. Das sind eigentlich sehr gute Ergebnisse, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ist der blöd oder was? Lazaro möchte, ja gut, eine andere Rolle spielen. Kann ich verstehen. Ich habe ihm Rotationsspieler angesprochen, aber mehr ist nicht drin. Wichtiger Stammspieler. Gut, dann wird es dir halt so gehen wie den meisten Spielern, die wir so verpflichten. Bitte. Ne, dann kriegt er aber auch noch die Jedi. Wenn er eine andere Rolle spielen will, dann bitte. Dann gibt es auch nicht mehr Geld. Das ist ja geil. Valentino Lazaro mit 18 Jahren, wichtiger Stammspieler. Die haben doch wirklich was am Brett. Die heutige Jugend, will ich mal sagen. So, jetzt gucken wir mal. Okay, Angebot abgelehnt. Ey, das sind vielleicht ein paar Hasenhirne da in Frankfurt. Die wollen uns richtig ärgern. Neues Angebot unterbreiten. Die haben immer noch zu wertvoll für uns da stehen. Ne? Dann mache ich jetzt mal 1,9. Viel mehr Geld haben wir ja auch nicht mehr. Bin ich der Meinung. Und jetzt müssen wir erstmal unsere Truppe soweit dann aufstellen noch. Das Problem ist natürlich... Ich möchte kein 4-4-2 haben. Das hatte ich ja schon angekündigt. Genau, so ist es perfekt hier. So, das 4-4-2 lasse ich mir gefallen. Wo Ingier muss hier hin. So, und der Shahin muss runter für Memedi. Da spielt Darida. Und hier kommt der Moment. Wo haben wir die linke Seite denn? Wo sind die linke Seite hin hier, die Jungs? Wann habe ich denn da spielen gehabt? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Dann fangen wir mal hier an. Den Kapitän, wenn ich denn jetzt hier runterkomme irgendwie. Jetzt haben wir Schuster raus. Schmied rein. So wollte ich es aber eigentlich gar nicht haben. Oh mein Gott. Rita tauschen mit Schmied. Das ist schon mal sinnvoll. So. So, und Rita hier hin. So. Da darf Kelvin spielen, auch wenn der Daumen nach unten geht. Der Kerk raus. Für... Kann der Klaus denn da beide Seiten überhaupt spielen? Ja, für Klaus. Zack. Perger raus. Günther rein. Ah ja, Schmied für Sorg hatte ich ja auch noch, ne? Schmied kann... Ja, dann geht Schmied erstmal über links steil. Klaus auf die Bank. Weil der Olli Sorg ja noch spielen soll. Todekon wolltet ihr sehen, dann stelle ich neben Mitrovic aber Höhen. Ich muss die Jugend fördern, ist einfach so. Birki rein und dann ist das momentan die Mannschaft, die so steht. Ja, da geht natürlich noch was. Mitrovic hier rein, Mucha hier rein. Für Höfler, Schahin brauchen wir im Moment. Schuster nehmen wir auch mit, auf jeden Fall. Für Franz. So sieht's gut aus. Okay, so haben auch alle ihre Chancen gehabt.
muss man ja mal sagen, so sind wir ganz zufrieden. Wir lassen auch die Kapitän Torrejón, ist nicht der Kapitän. Nein, wir machen Birki zum Kapitän. Ja, geiler Typ. Schmid, Mimi, die schießt die langen Elfmeter, schießt Mimi, die Kelvin schießt eine Ecke, Schmid schießt eine Ecke. Bin ich zufrieden mit, ist okay. So, dann kommt noch Lazaro dazu, das ist schon mal nicht ganz so schlecht, wenn er denn kommt. Und einen Zehner. Und dann bin ich schon fast zufrieden. So, da könnte ich schon kotzen. Okay, wenn Lazaro wirklich mit Groningen verhandelt, sollte das tun. Ich werde ihm jetzt noch ein letztmaliges Angebot machen. Andernfalls werden wir eben dann erstmal verpflichten. Dann ist es eben so. Ich kann es nicht ändern. Er kriegt jetzt das Höchste der Gefühle. Was ich haben möchte, sind 2,5. Und wichtiger Stammspieler. Mehr ist nicht drin. Jetzt muss er entscheiden, wo er hingeht. Da bin ich ja rigoros. Das kennt ihr aus meinen Verhandlungen eigentlich schon. Und wie gesagt, da werde ich mich dann auch gar nicht mehr irgendwie ärgern. So. Angebot ist akzeptiert von Lazaro. Siehst du, so schnell geht's. Man muss ihm nur mal verbal den Druck machen. Jetzt haben wir natürlich gar nicht mehr das Geld, was ich für Stendera geboten habe. Das ist schlecht. So, gucken wir uns mal an, was er drauf hat, der Lazaro. Dann haben wir jetzt 66er ist er im Moment. Aber hier, ne, kann natürlich auch super viel spielen. Kann auch 10er spielen. 4 Sterne Spezialbewegung. Das ist schon alles schwer in Ordnung. Und für den bloß Platz machen, der Shahin, weil den kann ich überhaupt nicht sehen. Der ist eh nur ausgeliehen. Mit dem ist nicht gut. Kirschen essen. So, jetzt will ich gerade nochmal eben gucken. Natürlich hätten wir mit S-Wein einen wesentlich stärkeren Spieler gehabt, ist mir auch klar. Aber wir sind ja der SC Freiburg und wollen dementsprechend ja auch so ein bisschen, Spieler verpflichten, die noch was werden können. So, jetzt muss ich hier aber nochmal gucken. Wer ist denn überhaupt hier auf dem Transfermarkt? Das ist nur noch Höfer und Perger. Das ist vielleicht ein Team zu. Gucken wir noch eben jetzt mal durch hier. Können wir nicht noch wen verkaufen? Also hier Hedenstadt ist verliehen, das weiß ich. So, Rita Mucay. Drei Mann. Rita ist natürlich richtig gut. Kerk Lazaro. Zuck, zuck, zuck. Ist verliehen. Zuck, 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 zuck. Kelvin ist gekauft. Und die brauchen wir eigentlich alle. Hier könnten wir vielleicht... Ja, Höfler ist ja auf der Transferliste. Das würde schon Sinn ergeben. Medi, Philipp ist verliehen. Nein, ansonsten... Ja, Schein ist ja geliehen. Das ist ja das Problem. Schein ist geliehen. Nee. Nee, mehr können wir wohl nicht rausholen. Müssen wir eben so mal mitnehmen. So, und jetzt... Alter, ihr seid vielleicht bekloppt, ey. Die geben mir den Kittel nicht für den Stendera, nicht für 2 Millionen. Was sind die denn bekloppt, sag mal? Ebenso viel Geld haben wir ja gar nicht. So, da können wir höchstens mal gucken, ob wir hier einen Ersatzspieler für opfern würden. Ich sag mal, Julian Schuster dazu geben, wäre dann nicht ganz so verkehrt. Ich meine, er ist natürlich eine Freiburger Legende. Ich weiß es, ich weiß es. Was heißt Legende? Ich bin nicht so in eurem Verein drin, dass ich das sagen kann, aber guck mal hier. Aber da wäre natürlich auch eine Verstärkung für die. Wir müssen ja auch noch verstärken. Wir müssen ja einen Anreiz bieten, ne? Menzo Mucha, Mucha. Ist der bei euch so beliebt? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob der bei euch so beliebt ist. Ah, ich tue mir gerade schwer. Ich tue mir gerade echt schwer. Sorg auf keinem. Patz bringt ja gar nichts. Darida, Schmied ist so gut. Mucha oder Schuster, der ist natürlich mehr wert. Aber das wäre natürlich ein guter Deal, ne? Für beide. Also Stendera... Keine Ahnung, ich mach das einfach mal. Julian Schuster ist jetzt eh nicht gesetzt momentan. Und dann würde ich sagen, Schuster und 500 dazu. Und das Ganze werde ich jetzt auch für Sonny Kittel nochmal machen. Vielleicht klappt es ja bei einem. Weil, die Zeit läuft uns ja so ein bisschen davon. Ne? Hier haben wir auch Schuster. Und müssen wir so ein bisschen rational denken. Jetzt, wenn der nicht Stammspieler ist bei mir, warum soll ich ihn dann auch behalten? Macht ja gar keinen Sinn, wenn ich da irgendwas tun kann für. Was hat denn? Ja, das können wir löschen. Lazaro kommt, das können wir löschen. Das können wir löschen, das können wir löschen. Wir können alles löschen, außer das S-Wein. Das wäre dann ja noch der Notkauf. Dann, wenn am Ende gar nichts geht, würde ich mich nochmal um den bemühen. Guardiola. Raul Bobadilla. Jetzt haben wir die Werte von Raul Bobadilla. Oh, 74 auf 4 Millionen wert, Leute. Das ist nicht möglich, den zu kaufen. Tut mir leid, das haben wir im Moment nicht. Aber ich lasse dir mal auf der Liste. Vielleicht geht da ja noch was. Wir haben ja auch tolle Ideen, unsere Scouts. Aber ja, Holger Bartschuber ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir sind dann auch nicht so, was wir das machen können. Inakzeptable Stendera. Wir können wieder... Fick die Henne, Alter. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Nicht mal den wollen sie haben. Den Spieler. Schuster. Ja gut, dann... Also Mucha ist eigentlich schwierig. Wobei Schuster kann das auch, glaube ich, spielen. Was kann denn der? Der ist fast noch besser. Der ist 30, dann biete ich jetzt mal Mucha. Vielleicht wollen sie ja den haben. Und so ein bisschen Geld. Die ärgern uns richtig, Leute. Was soll ich sagen? Die ärgern uns hier richtig.
Oh, wenn ich ja Geld hätte, ne? Aber das ist ja genau dieser Anreiz. Wenn ich ja Geld hätte, könnte ich ja eins kaufen. Das wäre aber auch zu einfach, muss man auch mal sagen. Na also, verdammte Hacke, Sonny Kittel. Also, ist doch alles gut. Dann hat sich das Thema eh erledigt. Bei uns ist er wichtiger Stammspieler. Sonny Kittel ist fast noch cooler als Stendera im Endeffekt, weil Kittel eigentlich, naja, chronisch verletzt ist, muss man ja auch mal sagen. Mein Gott, beide würde ich jetzt auch nehmen. Nein, das ist übertrieben. Super, das wäre jetzt ja super. Dann sind unsere Planungen soweit erstmal abgeschlossen. Stendera ist einfach wohl nicht zu bekommen. Da muss man dann auch mit leben. Oh, je, je. Ich bin ganz froh, aber es könnte noch so ein Angebot reinkommen für einen unserer Herrschaften. Was haben wir hier? Sonny Kittel kommt zu uns. Na also, Sonny Kittel kommt zu uns und wir haben sogar noch Budget übrig. Das ist ja ganz wunderbar. Mit Schuster haben wir einen abgegeben, der auch Geld gekostet hat. Also der auch gutes Gehalt bekommt, muss ich sagen. Wo haben wir denn Kittel? Hier, 68er ZOM. Kann sogar auch auf den Flügeln eingesetzt werden, Leute. Das muss man mal sagen. Das ist nicht der schlechteste einer. Und dann darf der Shahin natürlich wieder gehen. Ich würde den so gerne tauschen gegen einen, der was kann. Da die Shahin, Alter. Verlost. Egal. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Dann ist es trotzdem erstmal so, dass ich, glaube ich, mit NG anfangen werde. Und Kittel soll sich erstmal eingewöhnen. Selbst, glaube ich, Kelvin könnte das. Ne, der kann nur Flügel spielen. Also, die Aufstellung her, würde ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir Mucha, wie gesagt, noch auf der Bank. Dann haben wir Kerk auf der Bank. Wir haben mit Kittel einen dabei. Lazaro, das sind alles gute Jungs. Klaus ist dabei. Also, ich denke eigentlich, dass der Kader von der Substanz her jetzt schon ausreicht. Allerdings so ein Stürmer. Jetzt müssen wir gucken, Leute. Wenn ihr noch eine Idee habt, als nächstes kommt auf jeden Fall im nächsten Part erstmal das erste Saisonspiel. Und dann... dann müssten wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen, ob wir noch einen billigen Stürmer für eine gute Million bekommen können. Ja, habt ihr gesehen, Bobadilla kostet 4. Wenn ihr noch einen Schnäppchenstürmer wisst, der uns einen Ticken weiterbringt, aber auch so die Werte hat von Shahin, das muss er einfach haben. Ja, Kerk möchte gerne spielen, das ist ja schön für ihn. Dann können wir da sehr gerne nochmal drüber reden. Alles andere wäre nicht möglich. Und wenn wir keinen mehr kriegen, Leute, dann kriegen wir eben keinen mehr. Dann versuchen wir im Winter eben ablösefrei für unsere paar Millionchen da noch was zu bekommen. So, während der Dortmund sagt, wir brauchen dich nicht mehr, Hummels, sagen wir, Kittel trifft auf Ex-Verein und das gibt's im nächsten Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Support freuen. Sage danke fürs Zuschauen, ciao und haut rein.